So, da sind wir wieder. Und zwar in alter Frische. Und nicht nur in alter Frische, sondern auch mit einem neuen Patch. Ja, genau, Risen 2 wurde gepatcht. Und zwar ein paar interessante Funktionen erweitert. Zum Beispiel können wir jetzt den hier, sobald wir jetzt so blocken, können wir nämlich jetzt auch ausweichen. In jede beliebige Richtung. Ja, ja, Entschuldigung. Ui, ist ja gut. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine super Neuerung, gerade gegen wilde Tiere. Und wenn ich schon bei wilden Tieren bin, wir können jetzt auch wilde Tiere blocken. Ein anderes weiteres Detail ist bei ihr hier. Und zwar... Lass uns handeln. Kann man bei ihr jetzt auch endlich Grog und Rum kaufen, was ja schließlich für eine Kneipenbetreiberin eigentlich ziemlich sinnvoll wäre. So, kaufen wir da gleich mal 7 Flaschen Grog. Und... wenn ich das aus der letzten Aufnahme noch richtig weiß, müssten wir noch ja, was ich Muscheln übrig haben. Gibt's nichts zu, geht nichts. Geil, 14 Muscheln und nichts drin. Schön. Ah, eine Perle war dabei. Lass uns handeln. Und zwar, die verkaufen wir doch gleich wieder. Ja. So, und zwar ist die letzte Aufnahme auch schon wieder ein Weilchen her. Darum werde ich mich ja schon mal ein bisschen umgucken. So, wir haben 4000 Rum schon wieder übrig. Meine Talente sieht immer noch etwas komisch aus. So, wenn ich will, bevor ich jetzt hier etwas erhöhe, kurz speichern. Ups, falsch. So. Und zwar ist es, glaube ich, echt gut, wenn wir viele Türen knacken können. Darum ist gerade hier, Silberzunge ist nicht schlecht, Diebeskusch nicht schlecht, darum gehe ich mal auf Gerissenheit 1 hoch. Erhöht das Ganze ja nur um 5 im Einzelnen. Das ist halt wirklich sehr, sehr wenig. Darum habe ich das Gefühl, das lohnt sich nicht. Jetzt Moment, soll ich mal kurz was gucken. Nämlich mich würde brennend interessieren, was hier oben hinter der Tür hier ist. Die ist mit 50 verschlossen, da werde ich mal kurz laden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur durch diese... durch das Aufwerten von diesen einzelnen Ringe durch auf die Diebeskunst und ich meine, die Truhe sind ja mit 85 verschlossen, dann müsste ich ja rein rechnerisch irgendwo auf Level 16, 17, 18 kommen. So viel Ruhm kriege ich doch niemals zusammen. Darum, gut, ganz schlecht wäre es jetzt natürlich nicht, wir könnten Härte hochbringen, weil einschüchtern habe ich halt auch nur auf 11. Weil Härte ist natürlich auch, erhöht unser Leben. Ich bin gerade bei 2, aber ich werde das auf jeden Fall einmal auf Voodoo gehen. Dann kann ich nämlich Tränke brauen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das andere... gut, ich könnte auch Voodoo auf 3 steigern. Dann mehr auf Distanz gehen nachher. Aber da ich auch doch eher der Nahkämpfer bin... ja, jetzt gehen wir auf Härte noch 1, so dann halten wir noch mehr aus. Speichern nochmal. Und ja, gehen wir nochmal hier hoch. Nicht theoretisch müsste ich hier ja jetzt Tränke brauen erlernen können. So, der hier, der mir vorhin geholfen haben. Zeig mir die Alchemie. Genau. Zeig mir den Tränkebrot. Oh, Voodoo 4 war das. Ach du heilige Mutter Gottes. Okay. Was kriege ich dann bei ihr hier? Zeig mir deine Voodoo-Kunst. Ich könnte jetzt ein Voodoo-Zepter bauen, aber ganz ehrlich, was bringt mir ein Voodoo-Zepter? Und ich kann jetzt erstmal kurz gucken, was habe ich denn noch für Quests hier? Eine gefährliche Bestie, hä? Kann ich mir hier jetzt markieren lassen? Ach, muss ich den Quest jetzt nur noch abgeben, irgendwie. Sondern den. Ich habe den Alligator oben am Fluss getötet. Und du sprichst auch die Wahrheit? Wenn du daran zweifelst, kannst du dich sicher bei den Sammlerinnen erkundigen. Oh no, ich glaube dir. Du bist nicht nur mutig, du bist auch stark. Also, so muss es laufen. Also. Bekomme ich jetzt deine Waffe? Chi, du bist würdig. Gib mir dafür Gold. Als Opfer für die Ahnen. Wenn du willst... zeige ich dir auch, wie du mit einem Speer kämpfst. Okay. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. Ach, okay, das sind so viele Fragen, wird einfach nur Frage, wer gut. Wer ist. Ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chi. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Okay.
Was ist denn Häutungsmesser? Ah, ja, auf jeden Fall kaufen. Damit kann ich nachher Geld machen. Zähneausbrecher, wunderbar. Perfekt, das ist richtig gut jetzt. Dann kann ich jedes Tier ausschlachten und kann mir wirklich Geld machen. Leuchtkugeln? Ich glaube, für irgendwas brauche ich die. Ich kaufe mir mal eine. Irgendwo habe ich das mal gesehen, dass ich die für irgendwas brauche. So, das passt. Und Federn, ja, ja, etc. So, verkaufen kann ich ihm. Hat er nicht irgendwas gesagt? Ich kann Waffe bei ihm kaufen? Naja. Zeig mir, wie man mit dem Speer kämpft. Gee, was willst du wissen? Kannst du meinen Ruf verbessern, Speer? Ja gut, auf Wurfwaffe gehe ich ja eh gar nicht. Ist ja alles nicht so mein Ding. Aber wie brauche ich nicht da jetzt bei Voodoo? 2000 das nächste, dann 5000 Ruhm insgesamt. Also jetzt noch 4000 dazu. Schon durch hab ich, du. Das ist wirklich... Okay, ja, mit dieser auf der Karte markieren Funktion gehen natürlich die Quests hier wesentlich leichter von der Hand. Das ist mal der rote Wein. Das ist nicht nur eine Flasche, die mir fällt. Bei der weiß ich, glaube ich, ja ziemlich sicher, wo die liegt. Und zwar jetzt mal einfach mal frei probieren. Ich wankel mir mal meinen Weg nach oben. Und zwar glaube ich, dass das die eine Flasche war bei der Frau im Zimmer. Hier oben drin. Und da die Frau ja unbewaffnet ist, müsste ich mir doch theoretisch die Flasche einfach nehmen können. Okay, ich hätte da unten jetzt einfach schlafen können, bis Nacht ist, aber... Ich schleiche mal rein, vielleicht bemerkt sie mich erst gar nicht. So, ganz leise. Kein unnötiges Geräusch. Vor 75 verschlossen. Verdammt! Perfekt. Ich kann hier nochmal rausrennen, würde ich sagen. Bin schon weg. So, das müssen jetzt alle Flaschen gewesen sein, oder? Und mal nach unten, und sie hat doch gesagt, sie zahlt uns gutes Geld dafür, dann, naja. Zeig mal, was du hast, Pippi. Ach, diese irgendwo Runterfall-Animation, die ist natürlich auch herzallerliebst. So. Ups. Ich hab den Wein, den du wolltest. Ich hatte gehofft, du würdest mich nicht enttäuschen. Und ich denke, dafür kann ich mich durchaus großzügig zeigen. Falls du noch mehr Flaschen findest, 500 Gold. Gerne ab. Schick. Okay. Was weißt du über Captain Crow? Malava, du willst sprechen? Ich sage dir, ich bin hungrig. Bring mir Fleisch, dann sprechen wir. Okay. Ich schau mal, was ich finden kann. Hier, nimm das Fleisch. Davonga, Gucho. Jetzt reden wir. Ah, okay, das heißt, das Fleischpaket, das wir von direkt vom Metzger gekriegt haben, das ist unverkäuflich, weil jetzt wissen wir auch, wofür das da war. Kannst du mir gegen Crow helfen? Du trägst die Kleidung wie Crow und seine Tonkas. Aber du sprichst wie die Blauröcke. Die Kleidung ist nicht wichtig. Ich will gegen Crow kämpfen. Auch ich spüre, dass sein Weg nicht gut für die Sharanombi ist. Und doch folgen Bakia und die Tonkas der Sharanombi ihm. Warum folgen eure Leute Crow? Crow ist ein mächtiger Anführer. Er trägt den Speer der Divas. Die Titanen hat. Weißt du, was er damit vorhat? Er wird die Divas rufen. So wie es vor tausenden Jahren zuletzt geschah. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss nach gegen Crow kämpfen. Er wird den... Eben diesen Titanenstab oder die Titanenharpune gegen mich einsetze. Oh, das wird noch lustig. Wie kann ich Crow aufhalten? Ich kann dir dabei nicht helfen. Ich bin ein Gefangener der Blauröcke. Mein Platz ist jetzt hier. Gut, dann anders. Was würdest du an meiner Stelle tun? Die Sharanombi leben im Westen. Geh dorthin. Sprich mit Chani. Sie wird wissen, was zu tun ist. Ah, ich kenne Chani. Höre ihre Worte. Schenke ihr Vertrauen. Dann kannst du Crow besiegen. Okay. Ja, mit Chani verstehen wir uns ja schon ganz gut. Mir ist jetzt gerade während wir sprechen noch ein anderer Einfall gekommen. Und zwar, was wollte der hier nochmal? Hast du denn schon mal auf einem Schiff gedient? Natürlich. Es ist das Größte. Dieser beengte Raum, diese Schräglage und das Schlingern und Stampfen des Schiffes. Nur ein wahrer Meisterkanonier kann in so einer Situation einen sicheren Schuss setzen. Okay. Nämlich irgendwie würde ich doch gern hier rein.
will wissen, was da drin ist. Ich sehe von hier aus nichts. Und zwar, da wir jetzt wesentlich mehr Geld haben als am Anfang. Oder warte mal, bevor wir jetzt hier... Kann ich hier die Frachtkiste auch noch kurz mir markieren lassen. Ach, ganz dahinter, die hätte ich die ja nie gefunden. Gehen wir mal hin. Ah, okay, also diese Markierfunktion macht es jetzt wirklich sehr viel einfacher. Und hört es eigentlich auch heute irgendwann mal wieder auf zum Gewittern, das war ganz ehrlich. Und ich glaube, ich kaufe nachher noch ein bisschen Munition für meine Pistolen. Ich habe nur noch 17 Schuss über. Das ist ja nun auch nicht unbedingt die Welt. Ah, okay, das war noch die Kiste von ganz am Anfang. So, jetzt wo... Okay, hier noch ein Stück geradeaus. Ja, ich sehe schon zwei Stück. Also zumindest die hier. Und hier noch was. Ah, noch eine Kiste, wunderbar. Grog und zwei Gold, huiuiui. So, die andere Kiste da oben. Ah, eine Krabbe. Ich frage, ob ich deren Angriffe auch blocken kann. Ja, die können mir nichts mehr. Das ist cool. So, dann kann ich dich jetzt hier ganz gemütlich umwerfen und einfach auf sie einhacken. Und schon hat das Ding gar keine Chance mehr. Oh, komm. Fall um. Na also, verkackt. Also die halten noch mehr aus. Die Muschel halten. Okay, das ist noch eine zerstörte Kiste. Oh, Höhle. So, das ist nämlich Zufall. Okay, speichern und los. Solange keine Ghule kommen. Also das macht er jetzt aber gerade öfters unabsichtlich. Naja. Oh, alles diese Dunkeldürre. Aber gut, die können ja nichts. Der schlägt auch gerade größtenteils an mir vorbei. Kann ich den auch blocken? Wunderbar, nur ein Teil von seinen Angriffen. Komm her, komm her. Jetzt steht es so hin, dass ich beide treffe, ist ja natürlich ideal. So, komm, stirb. Stirb, na, so, und du auch. Ich zeig euch, wo die Pistole schießt. Na, also, daneben, klar. War ja logisch. Ja, die Viecher, ich hab's glaube ich in der Vorfolge schon mal erwähnt, die sind ja wirklich die hässlichsten der hässlichen. Ich krieg jetzt aber auch Krallen von denen, die ja fürs Voodoo, ja, nützlich sind. Und eben auch für. Also das hier muss er doch irgendwie abbauen können. Das sieht so abbaubar aus. Ja. Altes Schwert. Könnte das was? Altes Schwert. Ah, das hat ja schreckliche Werte. Okay, viel. Oh ne, lauter Einzelgold. Aber ich sehe ja auch eine goldene Schale, die ist immer gut was wert. Oder die waren doch immer. Naja, 100 wert. Wir haben ja schon 5000 Gold. Wunderbar. Und ich dann so. Goldbrocken noch. Wieder ein Pilz. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Ganz viele Skelette mit noch einem Goldbrocken. Erzader. Ah, jetzt so sieht es aus. Mal gucken, ob sich die Spitzhacke zu kaufen auch rentiert. Huh, ja, Gott, ja. Schön. 5 Goldbrocken. Oh, ich glaube, wie viel ist ein Goldbrocken denn wert? Kurz auf alles. Goldbrocken, Goldbrocken, Goldbrocken. Was sind denn die? Ah, hier, ein Goldbrocken 20 wert, okay. Also hat sich jetzt die Spitzhacke schon gelohnt. Anna, bitte. Okay, sobald ich Wasser berühre, ist die wieder weg. Klasse. So, und es wird weiter nach Kischen gesucht. Geisterlilie mitnehmen. Okay, ich muss mich jetzt aber ein bisschen dafür entschuldigen. Das sind natürlich Let's Plays, wo nicht allzu viel passiert. Aber ich sag's mal so, das gehört erstens zu einem Rollenspiel einfach dazu. Und ja, es bringt uns ja einfach spielerische Vorteile. Wenn ich jetzt durchlaufen hätte, wäre ich niemals auf einen Wert wie 5000 Gold gekommen. Niemals. Okay, hier sind wir doch schon mal rumgelatscht. Da sehe ich, glaube ich, eine Kiste. Ja, ja. Also ganz ehrlich, Treibgut. Machen wir aber ordentliche Wellen dann. So, ich habe hier 8 von 10 und meine Kartenmarkierungen sind weg. Das ist halt
echt klasse, ohne Witz, richtig klasse. Ja, jetzt frage ich mich nur, wie komme ich jetzt an die restlichen zwei Kisten? Ich will nicht auf jeden Fall, also auf gar keinen Fall, den ganzen Strand Nummel ablaufen. Hier oben war ich schon. Das artet dann nachher wirklich nur in Arbeit aus, das zu suchen. Das wäre wirklich unschön. Also jetzt schloss mir noch einfällt. Ja gut, ich renne die jetzt nochmal ab. Etwas schnellere Methode eben.